24. Kapitel. Vorbereitungen für Überwinterung. Die südliche Halbkugel ist kälter im Verhältnis zu gleicher Breite der nördlichen, aber die Temperatur des neuen Kontinents ist noch um 15 Grad niedriger als die der anderen Weltteile. Und in Amerika sind die Gegenden, welche unter der Benennung Kältepol bekannt sind, die fürchterlichsten. Die mittlere Temperatur des ganzen Jahres ist nur 2 Grad unter Null. Die Gelehrten, deren Ansicht der Dr. Clarboni in dieser Hinsicht teilte, haben dies folgendermaßen erklärt. Ihnen zufolge kommen die Winde, welche in Nordamerika standhaft herrschen, aus Südwest, vom stillen Ozean her mit einer gleichmäßigen und erträglichen Temperatur. Aber bis sie zu den Polarmeeren gelangen, müssen sie über das unermessliche schneebedeckte Gebiet Amerikas streichen. Dadurch werden sie kalt und breiten dann ihre eisige Stränge über die Nordpolgegenden. Hatteras befand sich am Kältepol, noch über den von seinen Vorgängern gesehenen Gegenden hinaus. Demnach war er auf einen fürchterlichen Winter gefasst, auf einem mitten im Eis steckenden Schiff mit einer zum Aufruhr geneigten Bemannung. Er entschloss sich, diesen Gefahren mit gewohnter Energie Trotz zu bieten. Vor allen Dingen ergriff er mit Johnsons erfahrenem Beistand alle für die Überwinterung notwendigen Maßregeln. Seiner Berechnung nach war der Forward 250 Meilen weiter, als das letzte bekannte Land liegt, nämlich Neu-Cornwallis, fortgetrieben worden. Er steckte in einem Eisfeld, wie in einem Granitbett, und keine menschliche Macht vermochte ihn da herauszureißen. In diesen weiten Meeren, auf welchen der Polarwinter lastete, war kein Tropfen Wasser mehr frei. Die Eisfelder erstreckten sich in unabsehbarer Ausdehnung, aber ohne gleichförmige Oberfläche. Im Gegenteil, zahlreiche Eisberge starrten auf der Eisfläche empor, und der Forward befand sich an einer Stelle, die auf drei Seiten von den höchsten derselben geschirmt war. Nur dem Südost offen stand. Aber es waren nicht Felsen, die eine hübsche Bai schirmten, keine Wiesen und Waldesgrün, kein fließendes Wasser. Vielmehr welche Verödung! Welche düstere Natur! Welch kläglicher Anblick! So fest das Schiff steckte, musste es doch mit Ankern tüchtig gesichert werden. Man musste sich auf Eisbrüche oder unterseeische Wogenbewegungen gefasst machen. Als Johnson diese Lage des Forward unterm Kältepol erkannte, beobachtete er noch strenger seine Überwinterungsmaßregeln. »Wir werden strenge Tage bekommen«, sagte er zum Doktor, »da sehen wir, was der Kapitän für Glück hat.« Am widerwärtigsten Punkt des Erdballs sich einklemmen zu lassen. Bah! Wir werden sehen, wie wir aus dieser Not herauskommen. Der Doktor war in seinem Innern ganz vergnügt über diese Lage. Er hätte sie gar nicht mit einer anderen tauschen mögen. Am Kältepol überwintern. Welches Glück! Zuerst befassten sich die Leute mit äußeren Arbeiten. Die Segel blieben an den Stangen befestigt, wurden nur in ihre Schutzhülle geschlagen, man zog die Masten nicht heraus, und das Elsternest blieb an seiner Stelle, es war eine natürliche Warte. Nur das laufende Takelwerk wurde abgenommen. Es wurde notwendig, das Eis um das Schiff herum aufzuhauen, da der Druck ihm schadete, welchen die auf beiden Seiten gehäuften Eisblöcke in hohem Grade ausübten. Nach einigen Tagen war die mühevolle Arbeit getan, und man untersuchte den Kiel, er hatte keinen Schaden gelitten, nur seinen Kupferbeschlag fast ganz verloren. Als das Schiff frei war, hob es sich fast um 9 Zoll.
Der Doktor beteiligte sich bei diesen Arbeiten, er handhabte geschickt das Schneemesser und erhielt die Matrosen bei guter Laune, er belehrte und lernte. Er billigte sehr die Anordnungen in Beziehung auf das Eis um das Schiff herum. Nun können wir auch, fuhr Johnson fort, ohne Sorgen eine Schneemauer bis zur Höhe des Plattboard aufführen, wenn wir wollen, 10 Fuß dick. Ein vortrefflicher Gedanke, versetzte der Doktor, denn Schnee ist ein schlechter Wärmeleiter und die innere Wärme wird nicht so leicht entweichen. Sie haben recht, erwiderte Johnson, wir errichten eine Schutzwand gegen die Kälte, aber auch gegen reißende Tiere, wenn sie Lust bekommen sollten, uns zu besuchen. Wenn die Arbeit fertig ist, schneiden wir in die Schneemasse 2 Treppen, die zu dem Vorder- und Hinterteil des Schiffes führen, und begießen sie mit Wasser, wodurch dieselben steinhart werden. Vortrefflich, erwiderte der Doktor, und man muss gestehen, es ist doch ein Glück, dass die Kälte Schnee und Eis erzeugt, das heißt ein Schutzmittel gegen dieselbe. Sonst würde man sehr in Verlegenheit geraten. In der Tat sollte das Schiff unter einer dichten Eisdecke verschwinden, welcher es die Erhaltung seiner inneren Wärme verdanken wollte. Es wurde aus dicker, beteerter Leinwand ein Dach über das Verdeck in der ganzen Länge des Schiffes gefertigt und mit Schnee bedeckt. Auch reichte diese Leinwand zur Deckung der Seiten des Schiffes ziemlich weit herab. Da das Verdeck gegen jede äußere Einwirkung geschützt war, wurde es ein wahrer Spazierplatz. Es wurde mit einer Schneelage von 2,5 Fuß bedeckt, und dieser Schnee wurde festgestampft, dass er sehr hart wurde und so das Ausströmen der Wärme des Innern hemmte. Über denselben breitete man eine Lage Sand, der verhärtet eine Kruste bildete. In der Nähe der Brigg machte man eine Feuerstätte, ein kreisrundes, in das Eisfeld gegrabenes Loch, einen Schacht, den man stets zugänglich halten musste. Indem man jeden Morgen das an seiner Mündung gebildete Eis zerbrach. Sie musste dazu dienen, Wasser vorrätig zu halten, sei es für den Fall eines Brandes oder zum Baden, welches als Gesundheitsmaßregel für die Mannschaft angeordnet war. Man war selbst darauf besorgt, um Brennmaterial zu sparen, das Wasser aus tieferen Schichten, wo es weniger kalt ist, zu schöpfen. Und bediente sich dafür eines von dem gelehrten Arago angegebenen Apparats. Gewöhnlich entfernt man während der Wintermonate alle den Raum einengenden Gegenstände aus dem Schiff, um über größere Räume zu verfügen, und hebt sie am Lande in Magazinen auf. Aber was in der Nähe einer Küste ausführbar ist, wird bei einem Schiff, das auf einem Eisfeld ankert, unmöglich. Im Innern des Schiffs war Vorsorge getroffen, um die Hauptnachteile dieser hohen Breiten, Kälte und Feuchtigkeit, zu entfernen. Die letztere ist noch mehr zu fürchten als die erstere. Denn dieser widersteht, jener erliegt man. Da der Forward zu einer Fahrt in die Polarmeere bestimmt war, so hatte er die beste Einrichtung für ein Winterquartier. Das große Zimmer der Mannschaft war verständig eingerichtet, man hatte Winkel, wohin sich zuerst Feuchtigkeit zieht, vermieden. Denn bei niederer Temperatur bildet sich, zumal in den Ecken, über den Scheidewänden eine Eisschichte, die, wenn sie schmilzt, eine beständige Feuchtigkeit erzeugt. Kreisrund wäre der Saal noch zweckmäßiger gewesen, aber doch musste er, durch einen geräumigen Ofen geheizt und gehörig gelüftet, ganz wohnlich sein. Die Wände waren mit Dammhirschfellen, nicht mit Wollstoffen tapeziert, denn in der Wolle verdichten sich die Dünste, wodurch die Luft mit Feuchtigkeit erfüllt wird. In dem Hinterdeck wurden die Zwischenwände weggeräumt, sodass die Offiziere einen gemeinsamen Saal bekamen, der größer und luftiger war und mit einem Ofen geheizt wurde. Vor diesem Saal, sowie vor dem der Mannschaft, befand sich eine Art Vorzimmer, wodurch ihm aller unmittelbarer Verkehr nach außen entzogen wurde. So
so dass die Wärme sich nicht verlor und man allmählich aus einer Temperatur in die andere überging. In den Vorzimmern ließ man die beschneiten Kleider, und für die Füße zu reinigen waren außen Kratzeisen angebracht, damit nicht irgend gesundheitsschädliche Elemente hineingebracht würden. Leinene Schläuche dienten, Luft einzuführen, um den Öfen Zug zu geben, andere führten die Wasserdämpfe hinaus. Außerdem waren in den beiden Sälen Kondensatoren angebracht, welche die Dämpfe einsogen, anstatt sie in Wasser sich auflösen zu lassen. Man leerte sie zweimal wöchentlich, und sie enthielten manchmal einige Scheffeleis. Vermittels dieser Luftschläuche regelte man das Feuer leicht und vollständig. Eine kleine Quantität Kohlen reichte hin, um in den Sälen eine Temperatur von 50 Grad zu erhalten. Doch sah Hatteras, nachdem er seinen Kohlenvorrat hatte ausmessen lassen, dass er bei größter Sparsamkeit nicht für 2 Monate mehr Brennmaterial hatte. Es wurde ein Trockenraum eingerichtet für die Kleidung, welche oft gewaschen werden musste, denn an der freien Luft konnte man sie nicht trocknen, weil sie sonst hart und zerbrechlich wurde. Ferner wurden die feineren Teile der Maschine sorgfältig herausgenommen und in einer hermetisch geschlossenen Kammer verwahrt. Die Lebensweise an Bord wurde ernstlicher Überlegung unterzogen, von Hatteras sorgfältig geregelt und das Reglement in dem gemeinschaftlichen Saal angeheftet. Die Männer standen um 6 Uhr früh auf, die Hängematten wurden 3-mal wöchentlich an die Luft gebracht, der Fußboden beider Zimmer wurde jeden Vormittag mit warmem Sand gerieben. Bei jeder Mahlzeit wurde heißer Tee gegeben, und die Speisen wechselten möglichst nach den Wochentagen. Sie bestand aus Brot, Mehl, Rindschmalz und Rosinen für Puddings, Zucker, Kake, Tee, Reis, Zitronensaft, gepökeltes Rind- und Schweinefleisch, Kohl und Gemüse in Essig. Die Küche lag außerhalb der gemeinschaftlichen Säle. Damit entzog man sich zwar ihre Wärme, aber das Kochen erzeugt auch fortwährend Dünste und Feuchtigkeit. Die Gesundheit der Menschen hängt sehr viel von der Art ihrer Nahrung ab. Unter so hohen Breitegraden muss man so viel wie möglich tierische Stoffe verzehren. Der Doktor hatte bei Abfassung des Programms die erste Stimme. Man muss sich an den Eskimos, welche ihre Unterweisung von der Natur bekamen, ein Beispiel nehmen. Wenn die Araber, die Afrikaner sich mit einigen Datteln und einer Handvoll Reis begnügen können, so muss man hier essen, und viel. Die Eskimos verzehren bis zu 10 und 15 Pfund Öl täglich. Wenn diese Nahrung ihnen nicht behagt, so müssen wir zu Stoffen greifen, welche reich an Zucker und Fett sind. Mit einem Wort, wir bedürfen Kohlenstoff, also machen wir Kohlenstoff. Wie es zuträglich ist, Kohlen in den Ofen zu schieben, so dürfen wir auch nicht versäumen, den kostbaren Ofen in unserem Leibe mit diesem Stoff zu versehen. Neben dieser Speiseregel wurde der Mannschaft die strengste Reinlichkeit auferlegt. Jeder musste alle 2 Tage ein laues Bad nehmen, ein vortreffliches Mittel, die natürliche Wärme zu bewahren. Der Doktor ging mit seinem Beispiel voran. Anfangs tat er es, obwohl es ihm sehr widerlich war, aber er gab dieses Vorurteil bald auf, denn es ward ihm die Gesundheitsmaßregel sehr behaglich. Wenn die Leute bei großer Kälte an der Arbeit oder auf der Jagd auswärts waren, mussten sie sich besonders hüten, dass einzelne Glieder vom Frost litten. Trat ein solcher Fall ein, so beeilte man sich, durch Reiben mit Schnee die Blutzirkulation wiederherzustellen. Außerdem trugen die Leute sorgfältig wollene Kleidung über den ganzen Körper, Käppetröcke von Dammhirschfell und Hosen von Robbenfell, welches gegen den Wind vollständig schützt. Die verschiedenen Einrichtungen und Herstellungen an Bord nahmen etwa 3 Wochen in Anspruch,
und man kam ohne besonderen Zwischenfall zum 10. Oktober. 25. Kapitel. Ein alter Fuchs von James Ross. An diesem Tage fiel das Thermometer bis auf 3 Grad über Null. Das Wetter war ziemlich ruhig, bei der Windstille war die Kälte leicht erträglich. Die helle Atmosphäre zu benutzen, ging Hatteras aus, um die Ebenen der Umgebung zu untersuchen. Er klimmte auf einen der höchsten Eisberge, umfasste aber mit dem Feld seines Fernrohres nur eine Reihe von Eisbergen und Eisfeldern. Nicht ein einziges Land in Sicht, wohl aber ein höchst trauriges Bild von Chaos. Als er zurückkam, versuchte er die mutmaßliche Dauer seiner Gefangenschaft zu berechnen. Die Jäger, unter ihnen der Doktor, James Wall, Simpson, Johnson, Bell, versäumten nicht, das Schiff mit frischem Fleisch zu versehen. Die Vögel waren verschwunden, im Süden milderes Klima suchend. Nur die Ptarmigan, eine dieser breite eigentümliche Art Felsrebhühner, waren nicht vor der Kälte entflohen. Sie ließen sich leicht erlegen und ihre große Zahl versprach reichlichen Vorrat an Wildbret. An Hasen, Füchsen, Wölfen, Hermelinen, Bären war kein Mangel, ein französischer, englischer, norwegischer Jäger hätte sich nicht zu beklagen gehabt. Aber man kann diesen scheuen Tieren nicht leicht nahe kommen. Auch waren sie ihrer weißen Farbe wegen auf den weißen Ebenen schwer zu erkennen, denn ehe die große Kälte eintritt, wechseln sie den Pelz. Häufig traf man sie Kälber, mehr Hunde, die unter der allgemeinen Benennung Robben begriffen sind. Ihre Jagd empfahl sich ganz besonders, sowohl um ihrer Felle willen als ihres Fettes, welches in hohem Grade als Brennmaterial dienlich ist. Zudem wurde die Leber dieser Tiere nötigenfalls ein treffliches Nahrungsmittel. Man konnte sie zu Hunderten zählen, und einige Meilen nordwärts vom Schiff war das Feld bei Tage von den Luftschöpflöchern dieser Amphibien buchstäblich durchbohrt. Nur witterten sie den Jäger mit merkwürdigem Instinkt, und es wurden viele angeschossen, die durch Untertauchen leicht entrannen. Doch gelang es Simpson am 19. sich eines derselben, 400 Yards vom Schiff entfernt, zu bemächtigen. Er war so vorsichtig gewesen, sein Zufluchtsloch zu verstopfen, sodass das Tier dem Jäger preisgegeben war. Es wehrte sich lange und wurde erst nach einigen Schüssen erlegt. Es war 9 Fuß lang, an seinem Kopf, der dem eines Bullenbeißers glich, den 16 Zähnen seiner Kiefern, seinen großen Brustflossen in Form von Schaufeln. Seinem kleinen, mit noch einem paar Flossen versehenen Schwanz erkannte man ein prachtvolles Exemplar aus der Familie der Meerhunde. Da der Doktor dessen Kopf für seine naturhistorische Sammlung aufzubewahren wünschte und seine Haut für künftige Bedürfnisse. So ließ er beides durch ein rasches und wenig kostspieliges Verfahren dazu vorbereiten. Sobald das Herbstäquinoktium vorüber ist, das heißt der 23. September, kann man sagen, dass der Winter in den Polargegenden beginnt. Nachdem dies wohltönende Gestirn allmählich unter den Horizont gewichen, verschwand es am 23. Oktober ganz und bestrich nur noch mit schiefen Strahlen den Kamm der eisbedeckten Berge. Vor dem Februar sollte man es nicht wieder zu Gesicht bekommen. Doch muss man nicht glauben, während der langen Abwesenheit der Sonne herrsche völlige Dunkelheit, der Mond ersetzt sie allmonatlich bestens. Dazu kommt ferner das sehr helle Funkeln der Sterne, der Glanz der Planeten, häufiges Nordlicht und eigentümliche Strahlenbrechungen am schneeweißen Horizont.
Übrigens ist die Sonne zur Zeit ihrer größten südlichen Entfernung noch um 13 Grad dem polaren Horizont nahe, sodass täglich eine Dämmerung von einigen Stunden herrscht. Nur Nebel und Schneegestöber versenken oft diese Regionen in vollständiges Dunkel. Doch war bis zu diesem Zeitpunkt das Wetter ziemlich günstig, nur die Feldhühner und Hasen hatten sich darüber zu beklagen, denn die Jäger ließen ihnen nicht einen Moment Ruhe. Man stellte einige Fuchsfallen, aber diese argwöhnischen Tiere ließen sich nicht fangen. Manchmal sogar kratzten sie den Schnee unter der Falle auf, sodass sie den Köder ohne Gefahr erhaschen konnten. Am 25. Oktober zeigte das Thermometer nur 4 Grad unter Null. Es brach ein äußerst heftiger Sturm los, und die mit dichtem Schnee gefüllte Luft ließ keinen Lichtstrahl zum Vorwärts gelangen. Einige Stunden lang war man unruhig über Bates und Simpsons Schicksal, welche sich auf der Jagd zu weit entfernt hatten. Sie kamen erst am folgenden Morgen wieder an Bord, nachdem sie einen ganzen Tag lang in ihr Hirschfell gehüllt gelegen. Während der Sturm den Luftraum über ihnen fegte und sie unter einer 5 Fuß dicken Schneedecke begrub. Sie wären fast erfroren, und der Doktor konnte nur mit viel Mühe die Blutzirkulation wiederherstellen. Das Unwetter dauerte 8 Tage lang ohne Unterbrechung. Man konnte keinen Schritt hinausgehen. Nur einen einzigen Tag fand eine Abwechslung der Temperatur um 15 und 20 Grad statt. Während dieser notgedrungenen Untätigkeit lebte jeder für sich besonders, die einen schlafend, die anderen rauchend. Gewisse Leute unterhielten sich leise und brachen ab, wenn Johnson oder der Doktor nahe kam. Es bestand zwischen den Leuten der Bemannung kein moralisches Band mehr. Sie kamen nur noch zu dem gemeinsam verrichteten Abendgebet zusammen und sonntags für den Gottesdienst und das Bibellesen. Clifton hatte sich genau ausgerechnet, dass, nachdem sie über den 78. Grad hinausgedrungen, sein Anteil an der Prämie sich auf 375 Pfund belief. Ihm war die Summe schon rund genug, und sein Trachten ging nicht eben weiter. Man teilte gerne seine Meinung und sann darauf, dies mit so viel Strapazen erworbene Vermögen zu genießen. Hatteras war fortwährend fast unsichtbar, er nahm weder an der Jagd noch am Spaziergang teil. Die meteorologischen Erscheinungen, welche die Bewunderung des Doktors erregten, interessierten ihn nicht im Mindesten. Seine Seele war nur von einem einzigen Gedanken erfüllt, der sich in dem Wort aussprach, der Nordpol. Er dachte nur an den Moment, da der Forward endlich frei seine abenteuerliche Fahrt fortsetzen würde. Kurz, die allgemeine Stimmung an Bord war eine düstere. Während dieser unbeschäftigten Stunden ordnete der Doktor seine Reisenotizen. Er war nie ohne Tätigkeit und seine gute Laune unveränderlich. Doch war er froh, als das Unwetter ein Ende hatte, um seine gewohnten Jagdausflüge zu machen. Am 3. November um 6 Uhr vormittags, bei einer Temperatur von 5 Grad unter Null, zog er wieder aus in Gesellschaft von Johnson und Bell. Auf den in den letzten Tagen reichlich gefallenen und festgefrorenen Schnee war es leicht zu gehen, die Kälte war trocken und empfindlich. Der Mond glänzte in unvergleichlicher Reinheit, dass die Jäger lange Schatten auf die Fläche hinwarfen. Der Doktor hatte seinen Freund Duke bei sich, der witternd des Weges lief und oft stand bei einer noch frischen Spur. Doch trotzdem waren die Jäger nach 2 Stunden nicht einmal auf einen Hasen gestoßen. Hat denn auch das Wild Lust bekommen, südwärts zu wandern? Sagte der Doktor. Man sollte es meinen, Herr Clawbonny, erwiderte der Zimmermann.
Ich meinesteils glaube es nicht, versetzte Johnson. Hasen, Füchse, Bären sind hier in ihrem Klima. Meiner Ansicht nach hat der letzte Sturm ihr Verschwinden verursacht. Aber mit den Südwinden werden sie bald wiederkommen. Ja, wenn Sie von Rentieren und Bisonochsen sprechen, wäre es anders. Und doch finden sich diese Tiere auf der Insel Melville zahlreich truppweise, fuhr der Doktor fort. Sie liegt doch südlicher, und Parry hat bei seinen Winteraufenthalten von diesem prächtigen Wildbret stets so viel gehabt, als er nur wollte. Wir sind nicht so gut daran, erwiderte Bell. Könnten wir nur Bärenfleisch genug haben, so hätten wir uns nicht zu beklagen. Darin liegt eben die Schwierigkeit, entgegnete der Doktor. Die Bären scheinen mir sehr selten und wild. Bell spricht von Bärenfleisch, fuhr Johnson fort, aber das Fett dieses Tieres wäre uns jetzt noch wünschenswerter als sein Fleisch und Pelz. Du hast recht, Johnson, erwiderte Bell, dass deine Gedanken auf Brennmaterial stehen? Darauf muss man wohl denken, selbst bei größter Sparsamkeit haben wir für keine 3 Wochen mehr. Ja, versetzte der Doktor, darin liegt eine wirkliche Gefahr, denn wir sind erst im Anfang Novembers und der Februar ist in den Eisregionen der kälteste Monat im Jahre. Doch können wir in Ermangelung von Bärenfett auf Robbenfett rechnen? Nicht lange mehr, Herr Clarbonny, erwiderte Johnson, es wird nicht lange dauern, so werden uns diese Tiere meiden. Mag Kälte oder Schrecken die Ursache sein, wir werden sie nicht lange mehr auf den Eisblöcken zu sehen bekommen. Dann, fuhr der Doktor fort, müssen wir uns, sehe ich wohl, durchaus auf die Bären beschränken. Das ist offenbar das nützlichste Tier dieser Gegenden, denn es kann für sich allein dem Menschen seine notwendigsten Bedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Licht und Brennstoff, liefern. Hörst du, Duke, sprach der Doktor liebkosend zu dem Hund, Bären brauchen wir, also, mein Freund, such. Spür, auf! Duke, der eben die Eisfläche auswitterte, folgte dem schmeichelnden Auftrag des Doktors und rannte pfeilschnell davon. Er bellte lebhaft, dass trotz seiner Entfernung sein Bellen laut von den Jägern vernommen wurde. Es ist zum Erstaunen, wie weit in den niederen Temperaturen der Ton reicht, es ist gerade wie mit dem Sternenlicht am Polarhimmel. Die Lichtstrahlen und die Tonwellen pflanzen sich auf beträchtliche Entfernung fort, zumal bei der trockenen Kälte bei Nacht. Die Jäger, diesem fernen Bellen folgend, eilten dem Duke nach, sie hatten eine Meile zurückzulegen und kämen atemlos an, denn in solcher Atmosphäre verliert man leicht den Atem. Duke stand kaum 50 Schritte von einer enormen Gestalt, die auf dem Gipfel eines Hügels sich hin und her bewegte. Da haben wir es ja nach Wunsch, rief der Doktor und lud sein Gewehr. Ein Bär, meiner treu, ein hübscher Bär, sagte Bell. Ein ausgezeichneter Bär, sagte Johnson und behielt sich vor, seine beiden Gefährten zuerst schießen zu lassen. Duke bellte wütend. Bell ging 20 Schritte vor und feuerte, aber er schien nicht getroffen zu haben, denn das Tier fuhr fort, seinen Kopf plump hin und her zu wiegen. Nun trat auch Johnson vor und schoss nach sorgfältigem Zielen. Schön, rief der Doktor, abermals nichts. Ei, die verdammte Strahlenbrechung. Wir sind noch nicht in Schussweite, daran gewöhnt man sich nicht leicht. Dieser Bär ist noch über 1000 Schritte entfernt. Vorwärts, erwiderte Bell. Die 3 Kameraden stürzten nun flugs auf das Tier zu, welches durch die Schüsse gar nicht scheu geworden war,
Es schien von stattlicher Größe zu sein, und die Jäger freuten sich schon ihrer Beute. Als sie in gehörige Schussweite kamen, feuerten sie, und der Bär, ohne Zweifel tödlich getroffen, stürzte mit einem gewaltigen Satz zum Fuß des Hügels herab. Duke rannte hin. Den Bär zu erlegen, sagte der Doktor, wird nicht schwer gewesen sein. Nur 3 Schüsse, erwiderte Bell verächtlich, und er liegt schon auf dem Boden. Es ist sogar auffallend, sagte Johnson. Sofern wir nicht gerade im Moment kamen, da er altershalber im Sterben war, versetzte lachend der Doktor. Wahrhaftig, alt oder jung, entgegnete Bell, ist es immer gute Beute. Während dieses Gespräches kamen die Jäger zu dem Hügel und fanden zu großem Erstaunen Duke hitzig über den Leichnam eines weißen Fuchses. Ei! Potztausend, rief Bell, das ist ein starkes Stück. Wahrhaftig, sagte der Doktor, wir erlegen einen Bären und ein Fuchs fällt. Johnson wusste nicht recht, was er sagen sollte. Schön, rief der Doktor mit hellem Lachen und einigem Ärger dabei, abermals die Strahlenbrechung. Wie verstehen Sie das, Herr Claboni? Fragte der Zimmermann. Ei, mein Freund, die Strahlenbrechung hat uns, wie über die Entfernung, so auch über die Größe getäuscht, so dass wir unter der Haut eines Fuchses einen Bären zu sehen meinten. So versehen sich oft die Jäger im gleichen Falle. Nun, das haben wir unserer Fantasie zu verdanken. Meiner treu, erwiderte Johnson, Bär oder Fuchs, man wird ihn gleichwohl verzehren. Nehmen wir ihn mit. Aber, als der Rüstmeister das Tier auf seine Schultern laden wollte, rief er: Das ist aber noch ein stärkeres Stück. Was ist denn? Fragte der Doktor. Schauen Sie, Herr Claboni, hier, ein Halsband trägt dies Tier. Ein Halsband, versetzte der Doktor und beugte sich über das Tier. Wirklich, es war da ein kupfernes Halsband mitten im weißen Pelz zu sehen. Der Doktor glaubte eine Inschrift zu bemerken. Mit einem Griff machte er es von dem Halse los, woran es seit langer Zeit geschmiedet schien. Was hat das zu bedeuten? Fragte Johnson. Das bedeutet, erwiderte der Doktor, dass wir einen Fuchs erlegt haben, der über 12 Jahre alt ist. Meine Freunde, einen Fuchs, den James Ross 1848 gefangen hatte. Ist es möglich? Rief Bell. Ohne allen Zweifel, es ist mir leid, dass wir das arme Tier erlegt haben. James Ross kam während seines Winteraufenthaltes auf den Gedanken, eine Menge weißer Füchse in Schlingen zu fangen. Diesen ließ er ein kupfernes Halsband anschmieden, mit einer Aufschrift, welche die Namen seiner Schiffe Enterprise und Investigator bezeichnete und die Niederlage von Lebensmitteln angab. Diese Tiere streifen, wenn sie ihre Nahrung suchen, über weit ausgedehnte Landstrecken, und James Ross hoffte, es möchte eins von den Tieren einigen Leuten von Franklins Expedition in die Hände geraten. Dies erklärt alles. Wahrhaftig, wir wollen es nicht verzehren, sagte Johnson, zudem ein 12 Jahre alter Fuchs. Jedenfalls wollen wir sein Fell aufbewahren zum Zeugnis des merkwürdigen Ereignisses. Johnson lud das Tier auf seine Schultern. Die Jäger kehrten nach dem Schiff zurück, indem sie sich durch die Sterne orientierten. Ihr Ausflug war doch nicht ganz ohne Ergebnis, sie konnten noch einige Papptermigans erlegen. Eine Stunde bevor sie wieder zum Vorwort kamen,
trat ein Naturereignis ein, das den Doktor im höchsten Grad in Erstaunen setzte: ein wahrer Regen von Sternschnuppen. Man konnte sie auf Tausende schätzen, wie die Raketen bei einem Kunstfeuerwerk, blendend weiß, das Mondlicht dagegen war bleich. Man konnte sich an dem Phänomen nicht satt sehen, das einige Stunden lang dauerte. Als der Doktor sich wieder an Bord befand, brachte er die ganze Nacht damit zu, den Lauf des Meteores zu verfolgen, das erst gegen 7 Uhr früh, inmitten tiefer Stille der Atmosphäre verschwand. 26. Kapitel. Das letzte Bröcklein Kohle. Bären zu erjagen, schien durchaus nicht möglich, man erlegte während des 4., 5. und 6. November einige Robben, darauf, als der Wind umschlug, stieg die Temperatur um einige Grade, aber die Schneegestöber begannen von neuem mit einer Heftigkeit ohnegleichen. Das Schiff zu verlassen, ward unmöglich, und man hatte große Not, um die Feuchtigkeit zu beseitigen. Am 15. November änderte sich die Witterung abermals, und unter Einwirkung gewisser atmosphärischer Bedingungen sank das Thermometer auf 24 Grad unter Null. Dies war die niedrigste bis jetzt beobachtete Temperatur. Diese Kälte wäre bei ruhiger Luft erträglich gewesen, aber der Wind wehte schneidend scharf. Bei einer solchen Kälte bringt jede heftige Bewegung leicht außer Atem. Ein Mann kann dann kaum den vierten Teil seiner gewöhnlichen Arbeit fertigbringen, es wird unmöglich, eiserne Gerätschaften anzufassen. Nimmt man solche unvorsichtig in die Hand, so empfindet dieser einen Schmerz, wie bei einer Brandwunde und Fetzen ihrer Haut bleiben an dem unvorsichtig angefassten Gegenstand hängen. Da also die Mannschaft auf das Schiff beschränkt war, musste sie täglich einige Stunden lang auf dem überdachten Verdeck zubringen, wo ihr auch das Rauchen verstattet war. Denn im gemeinschaftlichen Saal war es untersagt. Hier wurden, sobald das Feuer ein wenig nachließ, die Wände und Fugen des Fußbodens sogleich mit Eis überzogen. Es war kein Bolzen oder Nagel von Eisen, keine metallene Platte, die nicht sogleich damit bedeckt ward. Der Atem der Menschen verdichtete sich in der Luft und fiel sogleich wieder als Schnee nieder. Nur einige Fuß vom Ofen ab bekam die Kälte wieder volle Kraft, und die Leute hielten sich dicht gedrängt nächst dem Feuer. Doch riet ihnen der Doktor, sich abzuhärten, und an diese Temperatur, mit welcher man gewiss noch länger zu kämpfen haben würde, zu gewöhnen. Er riet ihnen, ihre Oberhaut allmählich an diese starke Kälte zu gewöhnen, und ging mit dem Beispiel voran. Aber die meisten blieben aus Trägheit an ihrer Stelle, wollten nicht wanken noch weichen, und schliefen lieber in dieser nachtheiligen Wärme ein. Indessen war es, nach des Doktors Ansicht, durchaus nicht gefährlich, vom erwärmten Saal heraus sich einer großen Kälte auszusetzen. Solch schroffer Übergang ist nur dann nachtheilig, wenn man feucht von Schweiß ist. Der Doktor stützte seinen Rat auf Beispiele, aber er predigte Taubenohren. John Hatteras schien die Wirkung dieser Temperatur nicht zu spüren, er ging schweigend auf und ab, weder schneller noch langsamer. War seine Leibesbeschaffenheit so energisch? Besaß er in höherem Grade das natürliche Wärmeprinzip, worauf er bei der Wahl seiner Matrosen bedacht war? Wirkte seine fixe Idee stählend den äußeren Einwirkungen entgegen? Seine Leute sahen nur mit Staunen, wie er diesen 24 Grad unter Null Trotz bot. Er verließ stundenlang das Schiff, und wann er zurückkam, sah man keine Spuren der Kälte in seinem Angesicht. Ein seltsamer Mann, sagte der Doktor zu Johnson, er setzt mich selbst in Staunen.
Er ist eine der kräftigsten Naturen, die ich in meinem Leben studiert habe. Die Hauptsache ist, erwiderte Johnson, dass er in freier Luft ab und zu und umhergeht, ohne wärmere Bekleidung als im Juni. Oh, die Bekleidung macht wenig aus, erwiderte der Doktor. Wozu nützt warme Bekleidung, wenn man nicht den Wärmequell in sich selbst hat? Durch Einwickeln in eine wollene Decke kann man nicht ein Stück Eis warm machen. Hatteras bedarf dessen nicht, es liegt in seiner Konstitution. Johnson, der den Auftrag hatte, jeden Morgen die Feuerstätte zugänglich zu machen, bemerkte, dass das Eis mehr als 10 Fuß dick war. Fast jede Nacht konnte der Doktor prachtvolles Nordlicht beobachten. Von 4 bis 8 Uhr abends war der Himmel im Norden leicht gefärbt. Nachher nahm die Färbung die regelmäßige Form eines blassgelben Saumes an, dessen Enden sich wie ein Bogen auf das Eisfeld stützten. Allmählich hob sich der glänzende Gürtel am Himmel in Gemäßheit des magnetischen Meridians und erschien schwärzlich gestreift. Strahlen eines leuchtenden Stoffs liefen von da aus, verlängerten sich mit bald stärkerem, bald schwächerem Glanz. War das Meteor bis zu seinem Zenit gekommen, so bestand es oft aus mehreren Bogen, die sich in roten, gelben oder grünen Lichtwogen badeten, ein unvergleichliches Schauspiel zum Verblenden. Bald neigten sich die verschiedenen krummen Linien in einem einzigen Punkt und bildeten Kronen von himmlischer Pracht. Endlich drängten sich die Bogen zusammen, das glänzende Nordlicht erbleichte, die hell leuchtenden Strahlen zerflossen in blassen, unsteten, unbestimmten Schein, und das wundervolle Phänomen. Abgeschwächt und fast erloschen, verschwand unmerklich in dem düstern Gewölk des Südens. Das Zauberhafte eines solchen Schauspiels unter den hohen Breitegraden, mindestens 8 Grad vom Pol, ist kaum zu begreifen. Die in den gemäßigten Zonen sichtbaren Nordlichter geben auch nicht eine schwache Idee davon. Ebenso erschienen zur Zeit des Mondscheins häufig Nebenmonde, in dem mehrere Bilder desselben sich am Himmel zeigten und seinen Glanz vermehrten. Auch sah man oft einfache Mondringe um das Nachtgestirn herum, welches im Mittelpunkt eines Lichtkreises im starken Glanze leuchtete. Am 26. November trat eine starke Flut ein, und das Wasser drang mit Heftigkeit aus der Feuergrube. Die dichte Eisdecke ward durch das Steigen des Meeres gleichsam erschüttert, und unheimliches Krachen verkündigte den unterseeischen Kampf. Zum Glück hielt das Schiff in seinem Lager fest, und nur seine Ketten rasselten, übrigens hatte sie Hatteras vorsichtig festmachen lassen. Die folgenden Tage waren noch kälter, der Himmel war mit durchdringendem Nebel bedeckt, der Wind wirbelte den Schnee bis zum Himmel empor. Die Mannschaft beschäftigte sich innen mit verschiedenen Arbeiten, hauptsächlich mit Zubereitung des Fettes und Öles der Robben. Sie wurden Eisblöcke, die man mit dem Beil bearbeitete, zu Stücken, die hart wie Marmor waren und 10 Tonnen füllten. Dasselbe flüssig in die Gefäße zu füllen wäre untunlich gewesen, weil diese beim Gefrieren zersprungen waren. Am 28. fiel das Thermometer auf 32 Grad unter Null. Es waren nur noch für 10 Tage Kohlen vorhanden, und jeder sah mit Schrecken dem Zeitpunkt entgegen, wo das Brennmaterial ausgehen würde. Hatteras ließ aus Sparsamkeit den Ofen des Hinterdecks nicht mehr heizen, und von nun an mussten Shenton, der Doktor nebst ihm selbst, sich im gemeinschaftlichen Saal der Mannschaft aufhalten. Dadurch war Hatteras in beständiger Berührung mit seinen Leuten, welche stumpfe und erbitterte Blicke auf ihn warfen. Er bekam ihre Beschuldigungen und Vorwürfe, selbst Drohungen zu hören, und konnte nicht gegen sie verfahren. Übrigens schien er taub gegen alle Bemerkungen.
Den nächsten Platz am Feuer begehrte er nicht und saß in einer Ecke, die Hände im Schoß, ohne ein Wort zu reden. Trotz aller Mahnungen des Doktors weigerten sich Ping und seine Freunde, die geringste Übung vorzunehmen. Sie brachten ganze Tage neben dem Ofen auf ihre Ellenbogen gestützt hin oder unter den Decken ihrer Hängematten. Daher wurde auch bald ihr Gesundheitszustand schlimm. Sie konnten dem verderblichen Einfluss des Klimas nicht widerstehen und es zeigte sich an Bord das fürchterliche Leiden des Skorbut. Der Doktor hatte indessen seit langer Zeit angefangen, jeden Morgen Zitronensaft und Kalkpastillen auszuteilen. Aber diese Präservativmittel, so wohltätig sie gewöhnlich sind, wirkten kaum merklich auf die Kranken. Das Übel hatte seinen Verlauf und zeigte bald die schrecklichsten Symptome. Wie jämmerlich der Anblick der vor Schmerzen zuckenden Nerven und Muskeln. Die Beine schwollen den Kranken außerordentlich und waren mit großen blau-schwarzen Flecken bedeckt. Das blutende Zahnfleisch, die geschwollenen Lippen ließen nur unartikulierte Töne vernehmen. Bei dem verdorbenen Blut drang das Leben nicht mehr zu den äußersten Körperteilen. Clifton wurde zuerst von der fürchterlichen Krankheit befallen, bald auch konnten Gripper, Bronton, Strong ihre Hängematte nicht mehr verlassen. Die, welche verschont blieben, konnten sich dem Anblick dieser Leiden nicht entziehen. Es gab kein anderes Obdach als der eine gemeinsame Saal, da musste man sich aufhalten. Daher verwandelte er sich rasch in ein Spital, denn von den 18 Mann des Vorwart wurden bald 13 vom Skorbut heimgesucht. Penn schien durch seine starke Natur der Ansteckung zu widerstehen. Bei Shenden zeigten sich die ersten Symptome des Leidens. Aber es schritt nicht weiter voran und seine Arbeit hielt seinen Gesundheitszustand aufrecht. Der Doktor pflegte die Kranken mit der größten Hingebung und das Herz wollte ihm brechen beim Anblick der Leiden, welche er nicht zu lindern vermochte. Dennoch regte er so viel wie möglich heitern Sinn bei der Mannschaft an, seine Worte, Tröstungen, Bemerkungen, guten Einfälle unterbrachen die Einförmigkeit dieser langen Schmerzenstage. Er las laut vor und wusste heitere Geschichten zu erzählen, während die noch gesunden Leute dicht um den Ofen herum saßen. Aber manchmal ward er durch das Jammern, das verzweifelnde Schreien der Kranken unterbrochen. Da brach er seine Geschichte ab und ward wieder der achtsame, liebevolle Arzt. Übrigens dauerte seine Gesundheit aus. Er ward nicht mager, seine Wohlbeleibtheit war ihm die beste Kleidung, und er sagte, es bekomme ihm recht gut, dass die Natur ihn gleich einem Robben oder Walfisch ausgestattet habe. Welche ihrem dicken Fett verdanken, dass sie die Strenge des Polarklimas leicht ertragen. Hatteras hatte weder physisch noch moralisch zu leiden. Es schienen ihn nicht einmal die Leiden seiner Mannschaft zu rühren. Vielleicht hielt er nur seine Gemütsbewegungen zurück, und ein achtsamer Beobachter hätte wohl bisweilen bemerkt, dass unter der eisernen Umhüllung ein Menschenherz schlug. Das Thermometer sank noch mehr, der Spazierplatz des Verdecks blieb leer, nur die Eskimo-Hunde liefen mit kläglichem Bellen darauf herum. Unter solchen unsäglichen Qualen kam der 8. Dezember heran. An diesem Morgen, als der Doktor, wie gewöhnlich, nach dem außen befindlichen Thermometer sah, fand er das Quecksilber in der Kugel festgefroren. 44 Grad unter Null, sagte er mit Schrecken. Und an diesem Tage schob man das letzte Stücklein Kohle in den Ofen.